Das MFS, Ministerium für Staatssicherheit, Stasi genannt, war der Geheimdienst der DDR. Er wurde 1950 gegründet. An seiner Spitze stand seit 1957 Erich Mielke, der die Stasi über 30 Jahre als fanatischer Hardliner bestimmte. Geheimdienstliche, polizeiliche und juristische Befugnis waren in der Hand des MFS gebündelt. Das MFS konnte also spionieren, kontrollieren, verfolgen, verhaften und vernehmen. Eine parlamentarische Kontrolle des MFS war im System der DDR undenkbar. Als Feinde galten im Verständnis der MFS-Mitarbeiter alle Andersdenkenden, beispielsweise Mitglieder von kirchlichen Gruppen, Menschenrechts-, Umwelt- und Friedensinitiativen. Auch junge Menschen, die einfach andere Musik hören wollten. So konnte die Stasi Vorgänge gegen sogenannte feindliche negative Kräfte einleiten, ohne richterliche Anordnung großflächig die Post überwachen, Telefone und Wohnungen abhören und geheime Wohnungsdurchsuchungen durchführen. Ein ganzes Bündel dieser unkontrollierten geheimpolizeilichen Befugnisse hat die Stasi selbst in einem Lehrfilm für die eigenen Mitarbeiter festgehalten. Das hier vorgestellte Video zeigt konzentriert alle aus Sicht der Stasi erfolgreichen Schritte eines Falls, in dem ein Mensch kriminalisiert, ausspioniert, seine Wohnung durchsucht und er schließlich verhaftet wird. Alles in alleiniger Verantwortung des Ministeriums für Staatssicherheit. 1989 arbeiteten für das MFS etwa 85.500 Hauptamtliche und zuletzt 174.200 inoffizielle Mitarbeiter. Diese im Rückblick oft stark vereinfachend Spitzel genannten Mitarbeiter bildeten die Hauptwaffe des MFS zur sogenannten Durchdringung der Gesellschaft. Durch die Infiltration aller Bereiche mit IM war dem MFS eine gezielte Einflussnahme auf fast alle wichtigen Lebensentscheidungen wie Berufswahl, Studienplatzvergabe, Wohnungszuteilung oder auch Ausbildung der Kinder möglich. Um die Festnahme des Revisors möglichst unbeobachtet von Korrespondenten und Diplomaten, insbesondere der BRD und anderen Personen zu realisieren, wurde er am direkten Zugang zum Haus gehindert. Das wurde durch Reparaturarbeiten an der Haustür, die zwei operative Mitarbeiter ausführten, gewährleistet. Revisor stimmte bereitwillig zu und wurde auf dem Weg dorthin in der Charlottenstraße um 9.19 Uhr konspirativ festgenommen. Wer ins Visier der Stasi geriet, war ihr in einem Umfang ausgeliefert, der Jugendlichen, die in einem demokratischen Rechtsstaat aufgewachsen sind, nicht vorstellbar ist.